Gut und herzlich willkommen. Wir haben uns hier eingefunden, um über das 3:1 der Lilien gegen Holstein Kiel zu sprechen. Dazu auch an mir. An meiner Seite die beiden Cheftrainer Thorsten Lieberknecht und Marcel Rapp. Und auch heute gebührt das erste Wort den Gästen. Herr Rapp, Ihr Statement zum Spiel bitte. Glückwunsch Thorsten, Glückwunsch Darmstadt, hallo in die Runde. Ich glaube, wir haben einen verdienten Sieg der Linie gesehen, aufgrund einer schwachen ersten Halbzeit von Holstein Kiel, wo wir viele Sachen haben vermissen lassen, die wir auf uns vorgenommen haben, dass wir aggressiv sind, dass wir intensiv sind. Wir waren dann auch langsam im Kopf, auch mit dem Ball, haben wir uns, glaube ich, viel zu langsam bewegt. Und so sind wir dann mit dem Ergebnis in die Pause gegangen, kamen dann raus, relativ schnell 2:1, Anschluss, waren gut im Spiel, hatten es dann aus meiner Sicht auch ein Stück weit im Griff, haben dann eine super Umschaltchance, wo wir den Ball dann aber verlieren, wo wir dann die Seite nicht verlagern können und bekommen dann aus der Umschaltchance dann das 3:1. Machen weiter, haben dann den Elfmeter zum 3:2, auch nochmal als Chance richtig ranzukommen, das Spiel nochmal zu drehen, verschießen den und glaube ich hinten raus war dann so ein bisschen die letzten Minuten Tick die Luft raus, muss man sagen, und haben dann das Spiel dann schlussendlich auch verdient verloren. Dankeschön. Danke ebenfalls. Thorsten, deine Sicht aufs Spiel bitte. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche, Marcel. Ich glaube, das war treffend, wie es Marcel jetzt beschrieben hat. Es gab Spielmomente, die wichtig waren. Grundsätzlich fand ich auch, dass wir in der ersten Halbzeit sehr fokussiert mit Ball und gegen den Ball auch gespielt haben und uns auch, denke ich, eine gute Anzahl an Torchancen erspielt haben. So dass wir eben mit 2:0 in die Halbzeit gehen. Nach der Halbzeit dann diese Geschichte, dass wir uns erstmal auf das 3-5-2 so ein bisschen einstellen mussten, haben da ein bisschen gebraucht. Und dann, glaube ich, gibt es eben diese Spielmomente, die du benötigst bei so einem Spiel. Das war einmal die Tatsache, dass wir nach dem 2:1 relativ schnell das 3:1 schießen konnten, um da weiterhin ein gutes Gefühl zu haben. Und dann natürlich der gehaltene Elfmeter durch Schuh, der dich dann in diesem Spiel drin lässt, wo du dann auch einfach auch aufgrund der Corona-Situation, du hast es schon gemerkt bei dem einen oder anderen Spieler, auch bei den Jungs, wenn ich gerade Tim Skar gesehen, als wir ihn eingewechselt haben, dass die Jungs eben wenig trainiert hatten und da waren die Körner, waren wichtig, dass da eben dieser Gemeinschaftssinn, von dem wir gesprochen haben vor dem Spiel, angefangen. Deshalb auch da ein großer Dank an viele Helfer, die heute diesen Platz geräumt haben, dass der sehr ausgeprägt heute zu sehen war, dass dann die Jungs eben halt auch, wenn die Beine schwer wurden, dann trotzdem noch diesen einen oder anderen Meter gemacht haben. So haben wir, denke ich, verdient gewonnen gegen eine Mannschaft von Holstein Kiel, die aus meiner Sicht, das ist jetzt auch nicht nur dahergeredet, sondern aus meiner Sicht eben eine Mannschaft ist, die qualitativ aus meiner Sicht hoch anzusehen ist und einzuschätzen ist. Deswegen, Marcel, für dich und für die nächsten Spiele alles Gute, dass ihr euer Ziel, euer Minimalziel dort erreicht. Und da kann ich einfach nur sagen, dass das mit der Mannschaft und so, wie wir dort arbeiten, mit Sicherheit auch umgesetzt wird. Also von daher alles Gute für euch und für die nächsten Spiele. Und nochmal bei uns ein großes Dank an alle, die heute mitgeholfen haben, dass wir das Spiel bestreiten konnten. Danke auch dir. Kommen wir nun zu den Fragen der Medienvertreter. Ein kurzes Handzeichen reicht, dann kommt das Mikrofon. Wir starten bei den Gästen, wenn Sie Ihren Namen und Ihr Medium bitte sagen könnten. Ja, hallo, Marco Nehmer, Kieler Nachrichten. Eine Frage an Marcel. Du hattest vor dem Spiel gesagt, ihr wolltet griffig sein. Griffig war aber weitgehend eigentlich nur der Gegner. Wie erklärst du dir diese kollektive Fahrlässigkeit im Verteidigen, gerade in der ersten Halbzeit? Ja, schwierig zu erklären. Das sind schon die Dinge, die wir morgen ansprechen werden oder im Laufe der Woche auch. Warum das so sein kann, dass wir die Leute laufen lassen, dass wir in den Umschaltsituationen, es gab zig Umschaltmomente in der ersten Halbzeit, wo wir einfach in Unterzahl waren auf einmal, obwohl wir 2 Sekunden davor noch eine Überzahl hatten. Ich glaube, das sind einfach so die Dinge, die wir aufarbeiten müssen und die wir dann schleunigst besser machen müssen. Jan Felber, Darmstädter Echo. Ja, hallo in die Runde. Thorsten, kurze Frage. Kannst du uns noch mal kurz ein bisschen Einblick geben, wie die personelle Situation sich heute war, wie die sich das entwickelt hat, wie die Mannschaft sich dann letztlich aufgestellt hat? Gab es da, du hattest gesagt, es gibt Fälle, da muss man sehr genau gucken, da muss man mit jedem noch mal sprechen, mit den Medizinern, mit den Spielern selber, die auch sagen sollten. Kannst du noch mal kurz schildern, wie das jetzt die Mannschaft zustande gekommen ist, die heute ist?
Ja, bis auf zwei, beziehungsweise drei Jungs, namentlich jetzt Marcel Schuhn, Fabio Holland und Matze Bader, der heute auch wieder, fand ich, ein überragendes Spiel gemacht hat, weil er einen sehr, sehr guten Gegenspieler immer vor der Nase hatte und trotzdem halt auch in der Lage war, dann auch ein Tor zu schießen. Das waren die drei Jungs, die eben halt auch heute auf dem Platz standen, die infiziert waren, bei denen es eben so war, dass wir da, wie bei vielen anderen auch, immer von Tag zu Tag eben die Jungs integrieren mussten in die Trainingswoche. Man hat gesehen, dass wir trotzdem vollzählig waren, aber natürlich nicht alle in ihrer, ja, im Vollbesitz ihrer Kräfte. Und die anderen, die heute auf dem Platz waren, waren die, die eben in der letzten Woche nicht infiziert waren und einen einigermaßen Rhythmus hatten, was die Trainingswochen angeht. Und so hat sich die Mannschaft heute aufgestellt und hat auch gezeigt, dass das, was man dann immer einfach mal so sagt, wo viele denken, was meint man damit, und vor allen Dingen deine Spieler, dass halt tatsächlich jeder Mann gebraucht wird. Und und so war jetzt die Herangehensweise heute bei dem Spiel, und die Jungs haben es, wie ich finde, eindrucksvoll eben gezeigt, dass sie da wirklich auch bereit waren, heute auch mal über diese berühmte Grenze zu gehen. Michael Maxen macht weiter, Hitradio FFH. Ja, hallo Thorsten, du hast die Momente angesprochen heute. Das war ja zum einen das schnelle 3-1 nach dem Anschlusstor, der Elfmeter den Schuh gehalten hat, aber ja auch das 2-0 kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Würdest du sagen, dass ein Moment heute besonders wichtig war, oder sind das einfach alle drei zusammen, die es heute gebraucht hat? Ja, also das ist, denke ich, kommen mehrere Faktoren zusammen, aber ich glaube, das 3, der Elfmeter zum eventuellen 3-2, der war total wichtig, weil natürlich eine Mannschaft, ich denke, ich will jetzt nicht für Marcel sprechen, aber ich glaube schon, wenn eine Mannschaft zwei Tore schießt, kann das eine andere Mannschaft auch. Und wenn man dann eben taktisch was umstellt und dann gleiche Belohnung bekommt dafür, wächst natürlich auch dementsprechend das Vertrauen und der Glaube daran. Deswegen war es für uns umso wichtiger, dass wir diese Antwort gefunden haben. Aber gerade der Elfmeter, der das Ganze nochmal mit Sicherheit erschwert hätte, der war mit Sicherheit mit der wichtigste Moment heute, ja. Weitere Fragen gibt es nicht. Dann wünschen wir ein schönes Restwochenende und den Störchen viel Erfolg für die abschließenden Spiele.